Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute einen Unterstand mit Kuhstall an. Das ist jetzt gerade hier unsere schönes kleines Gebäude, was wir jetzt hier im Hintergrund haben. Wir haben hierbei eben halt dann unten rum eine Betonfassade und oben rum dann eine Blechkonstruktion mit eben halt dann hier hinter eine Metallkonstruktion, damit wir eben halt unsere Tiere hier ein bisschen unterbringen können. Ja, wie man schon mal sieht, haben wir hier zum Beispiel dann eben unser Gehege, wo unsere Tiere eben halt dann drin rumlaufen. Und hier hinten auf der Seite können wir zum Beispiel auch noch eben halt dann unseren Schlepper bzw. unseren Futtermischer oder auch Anhänger können wir dann hier unterstellen. Oder sogar auch unsere Ballen, die wir dann hier hereingeben können. Da hinten haben wir zum Beispiel auch unseren Wassertrigger, wo wir dann unsere Tiere auch tränken können. Hier vorne können wir zum Beispiel auch noch unser Futter hereingeben und hier an der Stelle wiederum dann auch Milch. Auf jeden Fall können wir hier an der Stelle zum Beispiel auch unsere Güter, die die Tiere haben, dann herauskriegen. Ja. Was können wir hier an Tieren eben halt reingeben? 50 Tiere passen hier rein. Wir können ja jetzt zum Beispiel einmal so, sagen wir mal, 6 Tiere jetzt mal hier reingeben, um euch das Ganze auch mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, jetzt haben wir jetzt unsere 6 Tiere jetzt hier drin. Wir greifen dann aber auch gleichzeitig mal auf unser Tiermenü einmal zu. Ja, wir können eben halt dann auch hier reingeben, Mischration, Heu, Gras zum Futter. Zusätzlich, was bräuchten wir noch? Eben halt dann Wasser und Milch können wir dann hier rausnehmen. Ja, wie gesagt, Wassertrigger da hinten und auf der anderen Seite können wir dann eben halt dann Milch herausnehmen. Der Modder bzw. die Modder schreiben dazu, die Kapazität für die Tiere sind eben halt 50 Tiere. Die Futterkapazität wären wir bei 38.000 Liter. Und die Wasserkapazität wären wir dann bei 20.000 Liter, die wir dann da hereingeben können. Ja, und wir können sogar auch hier unsere Blechfassade eben halt ein bisschen farblich abändern. Da haben wir auch eine dementsprechende Farbwahl zur Auswahl. Ja, kosten würde uns dieser Kuhstall mit Unterstand dann 75 Euro am Tag dann. Ja. Aber haut doch gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, von diesem Kuhstall mit Unterstand, ob das etwas wäre oder eben halt dann nicht. Wir schauen uns mal kurz die Lok an und die Lok ist aktuell fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe mir das Ganze jetzt im Einzelspiel bzw. im Singleplayer angeschaut. Wie es jetzt auf dem Daily-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wer Interesse an diesem Kuhstall mit Unterstand hat, beziehungsweise den Unterstand mit Kuhstall hat, den findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und wenn euch sogar auch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.